Top-Agrar-Systemvergleich. Heckmähwerke, Seiten- oder Schwerpunktaufhängung. Klaas Disco 360 gegen Disco 3600. Klaas hat seine Disco-Mähwerke mit Seitenaufhängung überarbeitet. Grund genug für uns, das neue Disco 360 mit Seitenaufhängung und 3,4 Metern Arbeitsbreite mit dem gleichbereit arbeitenden Schwerpunkt aufgehangenen Disco 3600 Kontor zu vergleichen. Für unseren Vergleich ging es zunächst mit beiden Mähern auf die Waage. Wie gleichmäßig ist die Mähbalkenentlastung und wie hoch ist die maximale Entlastung? Anschließend standen die Feldeinsätze an. Dazu haben wir das neue Disco 360 hinter einen Arion 630 gehängt. Klaas hat bei seinen Mähwerken auch auf die Details geachtet. So sind zum Beispiel die Hydraulikleitungen mit Kenfix-Adaptern gekennzeichnet und der Gelenkwellenhalter schwenkt automatisch zur Seite. Zum Ein- wie auch zum Ausklappen muss man bei beiden Mähwerken an einem Seil ziehen. Beim Disco-Kontor gibt es dies aber auch hydraulisch. Mit dem Seilzug öffnet man die Transportverriegelung bzw. den Höhenanschlag. Der Zylinder zum Klappen ist endlagengedämpft. Das vermindert Stöße auf dem Schlepper beim Einklappen. Für die richtige Hubwerksposition beim Mähen gibt es eine Anzeige am Anbaubock, die vom Schlepper aus gut einsehbar ist. Das Schutztuch außen muss zum Straßentransport beim größten Modell der Seiten aufgehangenen Mähwerke einklappen. Die Mähtiefe haben wir auf ca. 7 cm eingestellt. Diese Einstellung erreicht man, wenn der Anbaubock bei Arbeitsstellung des Heckhubwerks im Lot steht. Die Mähbalkenentlastung ist hier mechanisch hinten an der Maschine über Zugfedern einzustellen. Die große Zugfeder soll den Mähbalken mit Portalbauweise hauptsächlich außen entlasten. Innen übernimmt das die kleinere Zugfeder. Im Feld machten beide Maschinen eine gute Figur. Wir haben die Mähwerke beim ersten Grünlandschnitt 2020 eingesetzt. Auf trockenen und gleichmäßigen Flächen war kein Unterschied bei der Arbeitsqualität zwischen den Mähwerken zu erkennen. Ein großer Vorteil der Seitenaufhängung ist der große Schwenkwinkel. Ideal zum Mähen an Böschungen und am Hang wie auch zum Ausmähen tieferer Gräben. Außerdem hebt der Mähbalken des Disco 360 außen ca. 50 cm höher aus als der Disco 3600. Das Disco 3600 Kontor hat Klaas bereits seit 2014 im Programm. Der Mähbalken besitzt eine Schwerpunktaufhängung und die Mähbalkenentlastung stellt man hier hydraulisch über einen einfach wirkenden Zylinder samt Stickstoffblase ein. Anders als das Disco 30 ist der Mähbalken des Disco 3600 nicht über Riemen, sondern über ein Winkelgetriebe angetrieben. Eine Scheibenkupplung vor dem Getriebe schützt vor Überlast. Punkten kann das Disco 3600 im Vergleich beim Straßentransport. Mit 120 Grad Transportstellung schwenkt dieses ca. 10 Grad weiter als das Disco 360. Dadurch braucht man den äußeren Schutz zum Transport nicht einklappen. Auch beim Disco 3600 helfen Pfeile beim Einstellen der Heckhubwerksposition. Ein Druckmanometer mit einer ausgelaserten Skala hilft bei der Einstellung der Mähbalkenentlastung. Klaas gibt hier einen optionalen Druck von ca. 100 bar an. Gerade auf wechselnden Böden ist das 3600er im Vorteil. Die Entlastung lässt sich bequem vom Schleppersitz aus einstellen. Dabei ist aber Mitdenken angesagt. Ist der Druck zu hoch eingestellt, fängt der Mähbalken an zu schweben. Dann kann es auf ebenen und kurzwelligen Untergründen zu einem ungleichmäßigen Schnitt kommen.
Weitere Details zu unserem Vergleich, die technischen Daten sowie den Preisunterschied zwischen den beiden Maschinen finden Sie in der Top Agrar-Ausgabe 8 2020.